Hallo und herzlich willkommen zurück zur Approximation mit Fourierreihen. Ja, letztes Mal haben wir uns die RAC-Folgen angeguckt, haben gesehen, dass der Satz von Fourier nicht davon abhängt, dass Fourier-Kerne benutzt werden, sondern nur, dass in die RAC-Folge benutzt wird. Haben die Faltung definiert und so erste kleine Eigenschaften der Faltung hingeschrieben, zum Beispiel warum die Faltung mit Fourierreihen verwandt ist. Ne, dass hier die Faltung selber wieder C2-Pi-Funktion ist. Ich habe hier übrigens nochmal die Details als Übung ausgelagert. Weil ich habe nämlich nach der letzten Folge mal kurz drüber sinniert, ob das wirklich eine Bemerkung ist. Oder ob man da nicht eigentlich kurz mal was zeigen sollte. Da sollte man eigentlich kurz mal was zeigen. Aber da lernt man wieder viel, wenn man das mal kurz zeigt. Wie gesagt, Lösungshinweise, ich bin dran. Wenn sie nicht schon da stehen. Und wir haben gesehen, man kann durch eine simple Substitution dieses Verschieben zwischen den Funktionen hin und her tauschen, muss dann nur eventuell bei dem f auf die periodische Fortsetzung übergehen, ne? Wenn man halt über das Intervall rausspringt. Jetzt sehen wir ja hier, die Faltung ist jetzt primär erstmal nur definiert für Funktionen in L1. Also was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen das Ganze erweitern. Wir wollen festhalten g in C2π, aber wir wollen erlauben f in LP für beliebiges p. Und dann kann man die Faltung hinschreiben, also das Integral kann man sowieso hinschreiben, ne? Also das Integral kann ich hinschreiben, unabhängig davon, ob dann f in L1 oder in LP steht. In L1 ist nur die Konvergenz des Integrals sofort gesichert, weil das g darf ich wegen der Stetigkeit gegen das Maximum abschätzen, dann bleibt die L1-Norm von f stehen, die ist endlich, weil L1-Funktion. Bei einer LP-Funktion geht das Argument flöten, weil ich habe nicht die P-Norm, ich habe die 1-Norm. Und die 1-Norm von einer LP-Funktion muss nicht zwingend da sein. Ne? Was man aber machen kann, ist, man kann zeigen, dass wenn ich die Faltung in der P-Norm abschätze, dass ich das dann durch die Norm f, durch die P-Norm von f eingefangen kriege. So, wir gucken uns also erstmal an, wie ist der Satz aufgebaut. Das ist Satz 4, 7. Wir nehmen uns 1 kleiner gleich p kleiner gleich unendlich, ne? Also die L-Unendlich-Funktionen sind explizit mit eingeschlossen. Dann nehmen wir unsere Funktion f, die soll LP sein, von minus pi auf pi bezüglich des normalisierten Lebesgue-Maßes. Und wie gesagt, wir bleiben bei g in c 2 pi. So, dann gilt, wenn ich die Faltung angucke, bezüglich der p-Norm auf minus pi bis pi, dann ist die eingefangen durch die Norm von f in der LP-Norm mal die Norm von g in der L1-Norm. Ja, das heißt, die Faltung von g und f ist wohl definiert und insbesondere wieder eine Funktion in LP. Gut. Wie geht das? Das geht relativ simpel, weil wir haben im Prinzip den gesamten Beweis schon gemacht. Nur nicht in diesem Videokurs, sondern im GFA. Und zwar ist das ein Spezialfall von dem Satz 11, 9. 9? 9, ja. Aus der GFA. So, und da ich jetzt nicht von euch voraussetzen möchte, dass ihr die auswendig gelernt habt, machen wir hier mal kurz eine Erinnerung. Kommt gleich noch einer zum Thema Banach-Algebra. Passt also ganz gut, dass wir uns schon mal eingrooven. Was sagt uns diese Erinnerung? Die sagt uns, wir nehmen 1 kleiner p kleiner unendlich und wir wollen dazu den konjugierten Exponenten q, sodass 1 durch p plus 1 durch q gleich 1 ist, nicht unendlich. So, dann wollen wir einen stetigen Integralkern haben. Das heißt, wir wollen uns einen Integraloperator angucken, S gleich S Kappa, der Bauart Integral über ein Kompaktum, Kappa von T, S, F von S, DS, also sowas hier. Wobei eben das Kappa ein stetiger Kern ist, das heißt in C von K Quadrat und K ist irgendein Kompaktum in Rn.
Und unter diesen Voraussetzungen hier, da gilt die Abschätzung, dass die Norm von S Kappa F in der LP-Norm, dass das kleiner gleich ist als die Zeilenintegralnorm von dem Kappa hoch 1 durch Q mal die Spaltenintegralnorm von dem Kappa hoch 1 durch P mal die Norm von dem F in LP. Und das gilt für alle F aus LP von dem Kompaktor. Also das hier war GFA 11, 9, der dritte Punkt. Wenn euch jetzt die einzelnen Teile hier nichts sagen, würde ich euch bitten, das halt nochmal zu rekapitulieren. Die Videos sind ja online alle. Ich muss halt mal das GFA-Skript nochmal anpacken und mal die Folgen enden und die Links mal einmal reinschreiben. Das wäre, glaube ich, mal eine ganz gute Sache. Aber das wäre eine Sache für sich, weil eigentlich ist dieses Skript auch so ein bisschen obsolet, weil ich gerade nochmal dran sitze, eine vernünftigere Variante zu bauen. In dem Sinne, dass ich halt mal das in den 4 Jahren gesammelte Wissen auch mal da einfließen lasse, weil ich habe gemerkt, da ist vieles, boah, hart an der Grenze zur Schwammigkeit. Genau. So, wie passt das jetzt zu uns? Also wie passt das jetzt auf diesen Satz hier? Naja, wir müssen jetzt einfach nur die Bestandteile identifizieren, ne? Also wir setzen mal, also K ist ja ein Kompaktum in Rn. Also insbesondere können wir auch ein Kompaktum in R nehmen, ist halt das N1. So, das heißt, wir setzen mal einfach K gleich minus Pi bis Pi, Teilmenge R ist kompakt. Ist gut. So, dann brauchen wir diesen Integraloperator, das heißt, wir brauchen den stetigen Kern, weil die Faltung, also was hier steht, G Dingens ist ja nochmal als Erinnerung einfach das Integral G T minus S F von S DS. Und dann sehen wir auch sofort unseren Kern. Ne, das ist einfach dieses G von T minus S. Also Kappa von T, S ist einfach G von T minus S. Und das ist natürlich stetig, ne, weil das ist ein C2π. Also in C von K. Vorsicht, hier ist eigentlich nicht die Funktion, ist eigentlich der Wert, aber ihr wisst ungefähr, was gemeint ist. So, jetzt müssen wir halt diese Spalten und diese Zeilenintegralnorm uns angucken. So, jetzt ist es so, das ist in dem Fall relativ leicht, weil die sind symmetrisch. Ne? Weil wir sehen hier, ist G von T minus S, das ist gar kein Problem. Es gilt jetzt nämlich, dass wenn ich diesen Betrag von Kappa von TS integriere bezüglich der ersten Variable, beziehungsweise der zweiten, kommt halt das gleiche raus. D quer S, ne, ist dann einfach das G von T minus S integriert nach S. Das geht, weil stetig, ne, stetige Funktionen sind integrierbar. Und da kommt dann irgendwas raus. Ne? Und zwar kommt da gerade raus das Integralbetrag G von S, weil wir das einfach verschieben können. Das ist also einfach die L1-Norm von G. Und das ist auch egal, ob ich nach der ersten oder nach der zweiten Variable integriere, weil wenn ich das in der anderen Variable mache, schiebe ich es halt in die andere Richtung. Das heißt, das ist das gleiche wie das Integral von minus Pi bis Pi, Betrag Kappa von TS normalisiert dt. So, wenn wir uns jetzt noch mal kurz erinnern, was die Zeilenintegralnorm und die Spaltenintegralnorm waren. Das ist nämlich das Supremum über diese Integrale jeweils. Aber die können wir explizit ausreden, das ist einfach die Norm. Ja, dann ist halt die Zeilen- und die Spaltenintegralnorm von Kappa beides die L1-Norm von G. Ja, also damit folgt dann, dass Norm Kappa SI gleich Norm Kappa ZI gleich Norm G L1 minus PP. Gut, jetzt müssen wir nur noch uns quasi hier drüber Gedanken machen. Na, das S Kappa von F ist jetzt quasi unsere Faltung. Und zwar von dem Kappa auf F. Also wir hätten damals schon den Begriff Faltung hier einwählen können, weil im Prinzip ist das Ding hier ein Faltungsoperator. Im Prinzip steht hier die Faltung von Kappa auf F.
Man muss halt nur dann beachten, dass man die Faltung für einen Kompaktturm definiert. Ich glaube, das stelle ich mal als Übungsaufgabe. Weil letzten Endes ist es ja scheißegal, dass hier minus pp steht. Das ist nur für unseren Fourier-Bezug convenient. Ne? So. Das heißt, jetzt müssen wir noch irgendwie halt wissen, was ist P, was ist Q. Naja, das G spielt ja unsere Rolle des Kappa. Das heißt, das wird quasi das Q sein. So. Jetzt ist es aber, das ist das Schöne, eigentlich Latte. Weil 1 durch Q plus 1 durch P wird gleich 1 ergeben. Und hier stehen die gleichen Werte. Ja, das heißt, jetzt wenden wir diesen Satz an. Wir gucken uns an die Norm G gefaltet FLP. Das ist das, also nach dieser Abschätzung kleiner gleich. Hier ist jetzt 11,93. Jetzt schreiben wir hier nochmal hin, was da quasi als Abschätzung steht. Norm Kappa Zeilenintegral hoch 1 durch Q mal Norm Kappa Spaltenintegral hoch 1 durch P mal Norm F in LP. So. Das ist gleich L1 Norm hoch 1 durch Q. Das hier ist gleich L1 Norm von G hoch 1 durch P. Das heißt, was hier steht, ist dann in Summe nichts anderes als die Norm von G gemessen in L1 hoch 1 durch Q plus 1 durch P. Und die waren aber konjugiert. Und das ist jetzt halt scheißegal, was das P und das Q ist, weil das P habe ich ja, das Q wähle ich entsprechend und die Summe davon ist dann halt 1. Weil hier vorne kommt es nicht darauf an, dass da irgendwie was mit Q existiert. Diese Zeilenintegrale und Spaltenintegralnorm ist ja vollkommen unabhängig von dem Q. Die wird nur in dieser Ungleichung mit dem Q im Exponenten durchskaliert. So, das heißt, das hier ist Norm G L1. So. Das heißt, wenn ich das jetzt hier einfach auflöse, steht da Norm G L1 mal Norm F LP. So. Und das war ja das, was wir zeigen wollten. Das heißt, damit ist der Beweis fertig. Dauert halt an der Stelle nur, das Ganze nochmal wieder zu reaktivieren vom Wissensstandpunkt her. Insbesondere, ich habe ja damals auch, glaube ich, im GFA gesagt, dieses Kapitel zu den linearen Integraloperatoren ist so ein bisschen Bonus, sage ich mal, im Sinne von, dass das jetzt nicht so wahnsinnig relevant ist. Also man kommt gut ohne durch erstmal. Aber über dem Satz steht nicht umsonst, wir diskutieren nun wie angekündigt wichtige Normabschätzungen, weil die kommen immer mal wieder von hinten durch die kalte Küche. Na, also wir sind jetzt hier in einem Kontext, wo ich glaube, auf ersten Blick jetzt keiner so wirklich den Schluss gezogen hätte, ob wir müssen jetzt irgendwie mit linearen Integraloperatoren auf irgendwas draufknallen. Aber tatsächlich ist es hier halt ganz nützlich, dass man einfach die Vorarbeit geleistet hat und sich da mal mit beschäftigt hat. Und das erleichtert uns jetzt natürlich hier den Beweis enorm, weil wir nur sozusagen Zuordnungsarbeit leisten müssen. Wie können wir denn unsere Situation jetzt auf die allgemeine Situation in diesem Satz mappen? Und das ist ganz häufig in der FA so, dass wir ja halt irgendwie ungefähr wissen, wo wir hinwollen. Wir müssen ungefähr wissen, wo wir herkommen. Und dazwischen passiert so ein bisschen, ja, Trickserei, sag ich mal. Und die Tricks sind aber ja hochbeschränkt. Ne? Also es kommen immer wieder die gleichen Tricks. Hölder, Minkowski, sowas. Ne? Irgendwas, was aus der Hölder-Ungleichung gezogen wird. Ne? Und das, je nachdem, wo man dann sich hin entwickelt, gibt es halt andere Standardargumente. Ne? Also in der Fourier-Reihe ist es halt häufig so, dass man mit dem Fourier draufkloppt. Wenn man jetzt zum Beispiel finite Elemente anguckt, ist es häufig das Bramble-Hilbert-Lemma. Ne? Und mit solchen Standardsachen kommt man dann da irgendwie doch immer durch die Tür. Gut, dann sind wir damit fertig. Den Satz haben wir bewiesen. Damit haben wir jetzt Faltungen für LP-Funktionen sauber hingeschrieben. Ne? Wir haben gesehen, dass die Faltung selber wieder eine LP-Funktion ist. Und damit sind wir dann sozusagen ja, fertig an der Stelle. Und nächstes Mal gucken wir uns, wie gesagt, an, dass die Menge L1 mit der Faltung zusammen eine Banach-Algebra ist, aber kein 1-Element hat.
Gut, dann bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht euch eine schöne Zeit, habt's nett und bleibt gesund. Bis dahin, tschüss.